Hi meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Tutorial von mir. Und zwar machen wir unser zweites Strickeltuch. Ja, wir haben schon ein Strickeltuch, da könnt ihr mal in meinem Kanal vorbeischauen. Das ist das Strickeltuch Nummer 1 und jetzt machen wir Strickeltuch Nummer 2. In erster Linie möchte ich dazu sagen, ihr könnt die Strickeltücher auch komplett stricken. Meine Variante ist eben, dass man bis zum gewissen Punkt strickt und wenn man keinen Bock mehr hat, fängt man an zu häkeln. Und das zeige ich euch. Das ist total einfach und macht auch ganz viel Spaß. Und auch gerade die Mädels, die nicht so strickaffin sind wie ich, haben trotzdem mal ein cooles Strickergebnis und verbunden mit unserem Lieblingshobby, das Häkeln. Yay! So, ihr könnt das Ganze machen mit was ihr wollt. Ihr könnt es mit Garnen machen, ihr könnt es mit Bobbeln machen, ihr könnt es mit jeder Nadelstärke, mit jedem Garnstärke machen, wie ihr Lust und Freude daran habt. Wichtig ist immer mal auf die Banderole zu achten, was da für eine Nadelstärke steht und ansonsten bleibt da eurer Fantasie freien Lauf. Ja, ich habe hier für mein Strickeltuch eine Reste-Bobbel gewickelt. Das sind drei Reste, die ich zusammengewickelt habe, also so jeweils drei vierfädige Reste, ihr seht das schon, und damit entsteht da so ein riesen Ding. Und das hier sind ca. 400 Meter, 450, waren 450, die ich gewickelt habe. Und ich habe aber schon ca. 300 Meter verstrickt. Also wenn das hier 400 sind, habe ich definitiv nur 300 verstrickt. Ja, das zeige ich euch später. Ich möchte euch erstmal zeigen, wie wir beginnen mit unserem Strickeltuch. Ihr braucht also euer Garn, euer Wunschgarn, was auch immer ihr benutzen wollt. Da könnt ihr fröhlich eurer Fantasie freien Lauf lassen. Wenn ihr euch dafür was entschieden habt, braucht ihr natürlich eine Stricknadel. In meinem Fall ist es die Lücke Blush Nadel. Ist jetzt nicht die perfekte Nadelstärke für so ein dickes Garn. Aber das ist völlig egal, weil ich will euch nur was zeigen und dafür reicht es. Genau. Ja, also Stricknadeln braucht ihr natürlich gleich am Anfang. Irgendwann braucht ihr eine Schere und später für euer Häkelprojekt braucht ihr natürlich die passende Häkelnadel. Meine Nadeln sind die von Tulip. Damit arbeite ich sehr gerne, kann ich euch sehr dolle empfehlen. Häkle ich fast nur noch mit. Ich habe natürlich noch ganz viele andere schöne Nadeln, mit denen ich auch gerne freizeitlich mäßig häkle an Sachen, wo ich keine Endsache habe. Also so Sachen wie hier. Meine Tutorials, meine Häkelanleitungen, da habe ich ja schon ein Ende in Sicht. Und da muss ich relativ zügig und schnell und ohne Probleme arbeiten können. Und das kann ich mit diesen Nadeln. Kann ich sehr empfehlen. Also wirklich, ne? Das hier sind meine Lieblingsstricknadeln zum Thema Holznadeln. Mit meinen Lieblingsmetallnadeln erzähle ich euch gerne auch immer was im Podcast. So. Wenn wir uns für alles entschieden haben, alles bereit ist, fangen wir an zu stricken. Leute, ich bin kein Strickprofi, ich bin auch kein, keine Ahnung, ich schreibe auch keine Anleitung zum Stricken. Ich zeige euch hier, wie ich das mache. Ja? Und da werden jetzt ganz viele wahrscheinlich rufen, so strickt man aber nicht und das ist mir eigentlich piepegal. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch das wichtig ist. Ich zeige euch hier einfach nur meinen Wegweiser, wie ich mein Strickeltuch mache. Ne? Und ob das richtig ist oder was Peng, ist mir eigentlich völlig egal. Ich zeige euch nur das, wie ich das denke und wie ich für mich das am besten ausprobiert habe. Ne? Wir brauchen ein bisschen, ja, nicht so viel Garn.
Wir fangen an mit einer Anfangsschlinge. Da fange ich immer an, so wie beim Häkeln, nicht wie beim Stricken, so wie beim Häkeln, und mache hier meine Anfangsschlinge. Das ist meine erste Masche, die ich auf den Nadeln habe. Und jetzt brauche ich 10 Maschen. Also eine haben wir. Ich versuche es so langsam wie möglich zu machen. Und so nehme ich meine Maschen auf. Ihr seht schon, ich gehe einmal hier lang, einmal da. Den Faden hole ich mir und schlinge den da durch, lasse den Daumen los und hole mir gleich den nächsten Faden. Keine Angst, wir machen es noch öfter. 6 Mal brauchen wir es noch. Zählen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So sieht das Ganze jetzt aus bei mir auf den Nadeln. Und jetzt nehme ich den längeren Faden, der an mein Knäuel hängt, und wickle mir den um meinen Finger. Ihr seht, ich mache das nur einmal. Ich arbeite meistens so, auch beim Häkeln, dass ich das nur einmal mache. So, und dann habe ich hier jetzt meine Schlinge. Und jetzt kommt eine Rückreihe. Wir stricken das Ganze einmal zurück. Aufpassen auf eure Maschen, die ihr auf der Nadel habt. Und hier wirklich alle Fädchen mitnehmen. Und ihr seht, ich bin ein fauler Typ, wo ich einsteche. Ganz in Ruhe. Macht euch keinen Stress. Wenn es nicht gleich hinhaut, probiert es nochmal, bis es hinhaut. Seid da nicht unmotiviert. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Das ist wirklich ganz, 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 ganz einfach. Und ich bin der Meinung, wenn ich das kann, dann könnt ihr das schon lange. Genau. Einmal drehen. Und jetzt kommt unsere erste Hinreihe. Das ist eine Reihe, die wir nachher die ganze Zeit wiederholen. Wir stricken. Ich kriege das Häkeln heute nicht weg, weil ich habe vorher schon ein Häkelvideo gedreht. Deswegen wundert euch da nicht. Ne? Wir stricken 4 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, dann kommt jetzt eine Zunahme. Achtung, wir stechen ein, holen den Faden durch, noch nichts fallen lassen, stechen wieder hier ein, holen uns nochmal den Faden, noch nicht fallen lassen, schön so lassen, stechen nochmal ein und holen uns noch ein drittes Mal den Faden dadurch. Wir haben den jetzt 3-mal durch die Masche geholt. Also haben wir hier 2 Zunahmen. Eine ist normal und 2 sind dazugekommen. Fallen lassen. Und ganz normal bis vor den letzten 2 Maschen rechts stricken. So, 2 Maschen bleiben übrig. Da steche ich ein, komplett, hole mir den Faden und ziehe das einmal durch. Wo bist du? Auch hier wieder alle Fäden mitnehmen und beide Maschen fallen lassen. Zack. So. Das sieht komplizierter aus, als es ist. Es ist eigentlich total einfach. Wenn ihr das mal probiert habt, dann merkt ihr das auch, dass das total einfach ist. So, weiter geht's. Wir stricken wieder eine komplette Rückreihe, das heißt nur rechts. Erholung, nur rechts. Erstmal die Fäden auseinanderpopeln.
Arbeit wieder wenden. Und jetzt kommt das ganze Spiel wieder von neuem. Jetzt fangen wir wieder an mit der Vorderreihe. Ihr habt gesehen, wir nehmen immer nur bei der Vorderreihe eine Masche zu. Nur bei der Vorderreihe, ansonsten nicht. Ne? So, wieder vier Maschen rechts strecken. Eins, zwei, drei, vier. Habe ich gemacht. Und jetzt wieder unsere Zunahme. Reingehen, Faden holen. Nicht abwerfen, reingehen durch die Mitte, Faden holen. Reingehen durch die durch hinten, Faden holen. Drei Fädchen und jetzt dürft ihr die Masche fallen lassen. Rechts bis zu den letzten zwei Maschen. Und die letzten beiden stricken wir wieder zusammen. Arbeit wieder wenden, Ausruhrunde, alles rechts zurückstricken. So, und diese beiden Reihen wiederholen wir die ganze Zeit und dabei entsteht so eine ganz lustige Tuchform. Ich zeige es euch mal. Da ist er bei mir. So sieht das bei mir aus. Das hier unten verzieht sich nachher, beziehungsweise ich finde das als Gadget ganz cool und ja. So sieht das auf der Seite aus und wenn ich das einmal drehe, sieht das so aus. Und ich finde das eigentlich mega, weil du hast hier diese schräg laufenden und hier die geraden. Und ich finde das irgendwie cool. Ne? Ist nicht für jeden was, kann ich mir vorstellen, aber ich finde es irgendwie schön. Und jetzt habe ich mir hier Wollkotze gemacht. Ist nicht so schlimm. So, also wenn wir diese Reihen, die ich euch eben gezeigt habe, ganz lange wiederholt haben, bis das Tuch groß genug ist oder wir die Schnauze voll vom Häkeln haben, vom Häkeln haben wir auf meinem Kanal hoffentlich nie die Schnauze voll, aber vom Stricken kann das gerne mal passieren. Im Übrigen, meine Lieblingsmetallnadeln sind die Unicorns von Adi, da sind sie. So, jetzt muss das Ganze hier aber abgemascht werden und ja, keine Ahnung, ich bin natürlich blöd, ich muss erstmal noch eine Reihe stricken, weil wir maschen mit der Rückseite ab. Ne? Also wo wir nur rechts stricken, mit der Seite maschen wir ab. Aber so könnt ihr das hier nochmal euch angucken. Naja, dann stricke ich mal ganz kurz meine rechten Maschen ab. So, da bin ich hier. Und jetzt wende ich meine. Ja, keine Ahnung. Ich immer hier mit meiner Wolle. Ich komme heute nicht klar. Keine Zeit und nicht klarkommen. Das sind sie. So, jetzt wollen wir das Ganze locker einmal abmaschen. Und zwar. Mache ich erst eine rechts, noch eine rechts und dann gehe ich durch die zwei durch und stricke die einmal rechts ab. Und dann immer eine rechts und beide zusammen stricken, fallen lassen. Ich kann wie immer nicht sehen, ob die Kamera das gut aufzeichnet, ob ihr das gut erkennen könnt, was ich hier mache. Aber ihr seht, so entstehen hier
sehr schöne große Maschen und das möchte ich, die brauchen wir gleich zum Häkeln, damit wir die gut erkennen und das entsteht bei diesen Abnehmen immer am besten. Schön locker die Maschen abnehmen. Ihr könnt das natürlich auch häkeln, wer das kann. Ihr könnt das aber auch anders abketten, je nachdem, wie ihr das am besten könnt. Ihr wisst, ich bin kein Meister und ich zeige hier nur, wie ich das mache. Und so sieht das doch gut aus. So möchte ich das haben. So erkennen wir nachher die Maschen und können prima arbeiten. So, ich mache das einmal bis zum reinen Ende. Und dann sehen wir uns gleich zum Häkeln hoffentlich wieder. Ja, wartet. Ich habe schon mal meine Garne miteinander verknotet. Weil Garn 1 habt ihr ja gesehen und Garn 2 wird das hier von außen abgewickelt. Weil ich möchte schon den krassen Farbübergang haben, wenn ich vom Häkeln zum Stricken komme. So, das ist meine letzte Masche. Die lasse ich. Und weil ich mit einer 5er Nadel gestrickt habe, werde ich auch mit einer 5er häkeln. Wo ist denn die jetzt fest? Ist doch eine 5er. Eine 5,5. Das war, glaube ich, auch eine 5,5. Ja, eine 5,5. Habe ich noch eine 5er Nadel? Ich habe auch noch eine. Zack, umgefallen. Ich habe auch noch eine 5er Nadel. Machen wir die 5,5 mal weg. Eine 5er gefällt mir besser. So. Hier angekommen, fangen wir an mit den ersten Stäbchen. Das heißt, 3 Luftmaschen und Arbeit wenden. Ich komme irgendwie nicht klar. Ich habe hier zu viel Zeug. So, und jetzt geht das Ganze genauso weiter, wie wir es auch gestrickt haben, nämlich mit 4 Stäbchen. Erstes haben wir, dann brauchen wir noch 3. So, und dann kommt hier meine Dreierzunahme rein. Das heißt, 3 Stäbchen in eine Masche. Zwei, drei. Und dann fangen wir sofort mit dem Muster an. Wir überspringen 2 Maschen und machen 5 Stäbchen in eine Masche. Und 2, 3, 4, 5. 2 Maschen überspringen, 1 Stäbchen. Wieder 2 Maschen überspringen und 5 in die dritte Masche. Und diesen Mustersatz wiederholen wir eigentlich bis nach hinten hin. Und ich muss das Video jetzt erstmal beenden und zeige euch gleich, wie es hinten aussieht mit dem Tuch, weil da kommt ja die Zunahme, wie beim Stricken, die Abnahme, nicht die Zunahme, die Abnahme und wie die Rückreihe bei diesem Tuch dann aussieht. Ja. Also erstmal fleißig bis zum Ende häkeln. Ja, es geht weiter. Also ich habe mein Muster ja die ganze Zeit wiederholt und komme hier jetzt am Ende an. Diese letzten beiden Maschen, also jetzt sind 3, ne? 1, 2, 3. Aber die letzten beiden werden ja immer zusammen gestrickt, gehäkelt. In diesem Fall jetzt gehäkelt und das machen wir, führen wir weiter fort. Das heißt aber, ich muss hier jetzt ein Stäbchen setzen und dann die beiden Maschen zusammen häkeln. So,
Nun mache ich drei Luftmaschen, wende meine Arbeit und häkle jetzt alle Maschen ein Stäbchen einmal bis nach hinten durch. Ja, auch da, wo dieser Fünferkranz ist, immer pro Masche ein Stäbchen bis zum Anfang. Das ist unsere Rückreihe. Ich mache das einmal und dann sehen wir uns gleich nochmal für die Anfangsreihe einmal wieder. Für die Anfangsreihe, für die erste Reihe. Für die Hinreihe. So, Hinreihe, Rückreihe. Jetzt machen wir die Rückreihe. So, jetzt habe ich es aber. Ich hatte eine kleine Pause. Ich muss mal ein bisschen lauter reden. Während des Tuchsäkeln waren andere Sachen jetzt ein bisschen wichtiger. Also wir waren bei der Reihe, dass wir bis zum Schluss Stäbchen gehäkelt haben. Und wir vergessen hier bitte nicht die letzten drei Luftmaschen. Das zählt auch als Stäbchen. Da steche ich so ein und mache einfach ein Stäbchen. Genau. Und dann haben wir die ganze Reihe gehäkelt. Und das ganze Muster wiederholt sich genauso. Wir häkeln das hier als Hinreihe mit den drei Zunahmen. Also wir haben die vier Stäbchen, wie wir das auch gestrickt haben. Ne, vier Stäbchen, die Dreierzunahme und dann immer das Muster, was ich euch gezeigt habe. Als Rückreihe, als Hinreihe natürlich, das Muster bis durch, bis es nicht mehr passt. Wenn es nicht mehr passt, wird mit Stäbchen aufgefüllt, weil die letzten beiden Maschen werden zusammen gehäkelt. Ja? Macht euch da keinen Kopf, ihr seht das schon, ob da noch Platz ist für fünf und ihr könnt zwei hier überspringen und könnt noch mal eine Masche machen oder fünf und wieder zwei Maschen und ihr habt noch Platz. Das ergibt sich beim Häkeln, da müsst ihr keine Panik haben, das versteht ihr beim Häkeln. Das ist wirklich nicht schwierig. Das Wichtige ist nur, dass die letzten beiden Maschen immer zusammen gehäkelt werden und die drei Maschen hier in Masche Nummer 5 drei Maschen gehäkelt werden, also drei Stäbchen. Genau, und dann das Muster bis dahin, wo es kommt. Wenn ihr euch unsicher seid, setzt ihr nachher bloß noch Stäbchen. Das ist gar nicht schlimm. Da müsst ihr euch keine Sorgen drüber machen. So, zurück. Jede Masche ein Stäbchen. Bis nach ganz hinten. Ja, und jetzt machen wir wieder. Ich zeige euch jetzt wieder den Anfang. Also drei Luftmaschen ersetzen ein Stäbchen. Ich wende das Ganze und habe damit diese erste Masche hier behäkelt. Dafür steht schon das erste Dreierbund von Luftmaschen. Das ist das erste Stäbchen. Ich musste mal kurz eine Pause machen, die Katze war auf Toilette. Also, das erste Stäbchen. Wir wollen aber vier Stäbchen haben. Das heißt, ich häkle in die nächste Masche ein Stäbchen. Noch ein Stäbchen. Und jetzt kommt das vierte Stäbchen. Und nun häkeln wir diese Dreierzunahme. Das heißt, drei Stäbchen in eine Masche. Eins, zwei und drei. Und nun beginnen wir mit dem Muster, so wie wir das hier unten gemacht haben. Mit zwei Maschen überspringen und fünf Stäbchen in eine Masche. Ich erkläre euch gleich, wie das aufgeht. Denn, ne? Weil das soll keine Zunahme sein, das sind fünf Stäbchen in einer Masche. Und dadurch, 1, 2, 3, 4, 5, kann man das sich so zählen. 1, 2, 3, 4, 5 sind diese fünf Stäbchen. Wenn du diese Maschen abzählst, 1, 2, 3, 4, 5, hast du diese fünf Stäbchen gemacht. So, in die dritte kommt denn ein Stäbchen und das ist der Mustersatz. Jetzt fangen wir wieder die Fünfergruppe an. Das heißt,
eins, zwei Stäbchen und das dritte kommt in dieses, in diese Masche, wo diese fünf Stäbchen reinkommen. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen verstehen, was ich euch erkläre. Dass also diese fünf Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, die fünf Stäbchen in dieser Reihe sind. Okay, die Katze hat sich gerade selber Fressen geholt. Ich muss also gleich nochmal pausieren. Wartet. 5. Ja, die Katze hat sich erstmal selber am Süßigkeiten-Schrank bedient. Wir mussten also uns mal ein paar Dreamies holen, ne? Also, die fünf Stäbchen sind diese fünf Maschen in der Vorrunde. 1, 2, 3, 4, 5. Und damit erklärt sich das eigentlich schon. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, was ich sage. So, jetzt kommt wieder ein Stäbchen. Das zählt ja für sich. Da ist nichts übersprungen, nichts, gar nichts. Das zählt nur für sich. Ne? Und jetzt fängt die Fünferreihe wieder an. 1, 2 und in die dritte 5 Stäbchen. 1. Zwei, drei, vier und fünf. Und dann häkeln wir wieder ein Stäbchen. Und das Ganze wiederhole ich jetzt mal wieder bis zum Ende, damit ihr das am Ende auch noch mal seht, damit ich das da euch auch noch mal ein bisschen besser erklären kann. Okay, das Muster wiederholen wir erstmal. So, ich bin am Ende angekommen und wie man hier sieht, jetzt bleiben hier wieder 4 Maschen übrig und damit geht diese Fünferreihe ja nicht auf, weil für diese Fünferreihe brauche ich ja 5 Maschen. Das heißt, ich mache jetzt bis zu den letzten 2 Maschen Stäbchen, sind in meinem Fall 3. Und die letzte Masche häkle ich einmal zusammen. Ups. So. Und damit ist die Reihe wieder beendet. Ich habe extra versucht, ein Muster zu wählen, was trotzdem ein bisschen verspielt ist, also ein bisschen einen kleinen Hingucker hat, aber dennoch so einfach gehalten ist, dass jeder sein eigenes Strickeltuch gestalten kann, dass jeder so viel stricken möchte, kann, wie er möchte. Also ihr könnt weniger stricken, ihr könnt mehr stricken, ihr könnt das so machen, wie ihr das wollt, das ist völlig egal, ne? Weil die Maschenanzahl egal ist, wenn ihr das Muster verstanden habt. Aber ich denke, dass ich das jetzt ganz gut erklärt habe, dass dieses Fünfer-Ding immer in der Vorreihe 5 Maschen bedeutet. Ne? Das eine ist alleinstehend, das ist wirklich egal und wichtig ist hier am Ende, dass ihr 2 Maschen zusammenhäkelt. Wenn das Muster nicht mehr aufgeht, dann macht ihr das nicht mehr, dann macht ihr einfach Stäbchen. Genau, also wirklich so einfach wie möglich, auch für Anfänger so einfach wie möglich gehalten. Ihr müsst wirklich bloß immer das Muster wiederholen, so wie das eben hier gemacht ist und immer bloß diese 2 Reihen. Klack, klack, klack. Und das könnt ihr auch so lange wiederholen, bis euer Tuch groß genug ist oder bis das Garn aufgebraucht ist oder wie auch immer, wie es euch gefällt. Ihr könnt auch die ganze Zeit nur stricken und könnt auf das Häkeln verzichten. Das ist mir völlig egal. Macht das so, wie ihr das wollt. Gestaltet euch euer eigenes Tuch. Ja, also das ist das, was ich immer sagen möchte. Ich zeige euch so ein bisschen, wie das hier funktioniert, wie ich das mache. Und ihr könnt da eure Fantasie freien Lauf lassen. Ihr seht, ich habe wieder 3 Luftmaschen gemacht. Das war wieder mein erstes Stäbchen. Ich bin in die nächste Masche rein und habe ein Stäbchen gehäkelt. Und jetzt häkle ich die ganze Reihe zurück. In jede Masche nur ein Stäbchen. Es ist nur die Vorderreihe, auf die man ein bisschen Acht geben muss, damit sich das Muster ergibt. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Nur bei der Vorderreihe habt ihr Zu- und Abnahmen
und das Muster. Ansonsten die Rückreihe, die ich gerade häkle, da werden nur Stäbchen gesetzt. Genau, und das Ganze wiederholt ihr so lange, wie ihr lustig seid, wie ihr dazu Lust habt auf das Tuch, bis es eure Wunschgröße erreicht hat. Ich lege das auch so fest, jeder kann das für sich entscheiden. Ihr müsst da nicht so viele Reihen arbeiten, wie ich gearbeitet habe. Jeder gestaltet sein eigenes Tuch. Macht euch da nicht so viele Gedanken, probiert es erstmal aus. Das ergibt sich während des Machens. Das Stricken ist sehr einfach gehalten und das Häkeln ist auch extra so einfach gehalten, dass ihr nur Stäbchen machen müsst. Das ist wirklich für Einsteiger wirklich auch ganz, 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 ganz einfach. Gehört ein bisschen Übung dazu, Stäbchen zu machen. Aber umso dicker euer Garn ist, umso schneller seht ihr Erfolge auch beim Stricken. Umso dicker das Garn, umso höher eure Nadelstärke, umso schneller habt ihr ein Ergebnis, umso zufriedener seid ihr. Wenn ihr nachher Profi seid oder sein wollt, wie auch immer, dann könnt ihr auf die ganzen dünnen Lace-Garne eingehen und könnt euch damit auch schicke Tücher zaubern. Aber das ist dann auch immer ein bisschen Geduldsfrage. Und was ich hier auch immer zeigen möchte, ist, dass man Reste nicht wegschmeißt. Man kann alles weiter verwerten. Also es muss nichts weggeschmissen werden. Ich bin sowieso ein Gegner vom Wegschmeißen. Es wird alles, kann man irgendwie verwerten und irgendwas Schickes draus machen, ne? Und deswegen gibt es bei mir auf meinem Kanal auch ganz viele Resteprojekte, weil ich liebe es halt bunt und ich liebe auch Reste. Und was ich auch ganz dolle liebe, ist, wenn ihr Bilder postet von euren Projekten in meiner Facebook-Gruppe oder mich auf Instagram verlinkt. Wenn ihr einen öffentlichen Kanal habt, dann kann ich eure Bilder auch immer schön fleißig teilen. Und dann können wir uns alle darüber freuen, was so für schöne Werke aus meinen Anleitungen entstehen. Da freue ich mich auch immer riesig drüber, das zu sehen, wie das denn aussieht, wenn man kein Restegarn verwendet zum Beispiel, sondern eine Verlaufsbobbel oder wie bei diesem Tuch ein dünnes Garn oder ein Sockengarn oder was auch immer. Für Tücher könnt ihr in der Regel eigentlich alles machen, was ihr wollt. Ihr müsst euch da nicht auf irgendwas versteifen oder sowas. Ihr könnt arbeiten, wie ihr möchtet und wie es euch gefällt. Es gibt natürlich gewisse Regeln, die man ein bisschen einhalten muss, aber im Grunde könnt ihr Garne verwenden, wie ihr lustig seid. Ne? Okay, ihr Lieben, dann möchte ich an dieser Stelle mich bedanken, dass ihr so schön zugeschaut habt und eventuell auch ein schickes Tuch fertiggestellt habt. Wie gesagt, könnt ihr jederzeit in meiner Gruppe posten. Wir freuen uns riesig alle Mann darüber. Wenn ihr noch nicht in meiner Gruppe seid, schaut mal vorbei. Sie heißt genauso wie der Kanal. Ich würde mich drüber freuen und ja, ihr Lieben, wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns ein Däumchen und einen Kommentar da lasst und natürlich ein kostenloses Abo. Da freue ich mich auch riesig drüber, ihr Lieben, und ihr verpasst keine Videos mehr. Vielen, vielen lieben Dank und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao, ciao!